Ja, herzlich willkommen in unserer TUAX-Pressebox zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Star Bulls Rosenheim. Endstand 3:1 vor 4.199 Zuschauern. Ganz herzlich willkommen, Gästecoach Franz Stehr. Und natürlich auch herzlich willkommen an Paul Gardner. Herr Stehr, Ihr Statement bitte. Ich denke schon nur an andere Dinge irgendwie. Bleib nur ruhig. Ja, zum Spiel. Ich meine, wir haben gleich mit dem ersten Schuss ein schlechtes Tor gekriegt. Ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Man braucht bloß den Kader anschauen, um da Punkte mitzunehmen aus Frankfurt. Das wäre etwas vermessen. Frankfurt hat das Spiel natürlich gestaltet und hat großen Druck immer aufgehabt, mit Glück und Geschick und dann mit einem sehr guten Torwart. Haben wir kein Tor zugelassen, haben dann eins geschossen. Und ich denke, wir haben ein paar richtig klare Chancen gehabt, die jetzt Frankfurt eigentlich nicht gehabt hat. Das waren alles so im Slot drin, so Abpraller, so eben wieder einer dazwischen. Die richtig klaren Chancen, glaube ich, haben wir gehabt, aber wir haben es halt nicht rein da. Und ja, ich meine, du hast einen Torwart raus, kannst vielleicht eine Überraschung, und der Paul hätte eine schöne Krawatte gekriegt von mir, aber jetzt kriegt er nichts. Ja, so ist es halt. Aber ja, ich kann nichts machen. Die Jungs, die tun alles, und das war in Ordnung. Es ist ja auch ein verdienter Sieg, aber wie gesagt, du spielst auf ein Tor wie Frankfurt und kannst das trotzdem verlieren. Danke. Ja. Vielen Dank. So, Paul, no tie for you, but three valuable points. Yeah, that's exactly what it was. It's three big points for us. We're battling for a top spot, which is a nice thing to do at this time of year. You know, we got 46 shots on goal. Their goalie made some big saves and some scrambles. Their D did a good job clearing rebounds. We didn't get the second and third chances sometimes, but just happy to get 3 points and move on to the next game. Again, it's going to be a dogfight to the end here, and it was an important weekend for us, and very happy the way it came out. Ja, also es war ein hart erkämpfter Sieg heute Abend. 46 Schüsse sind im Prinzip eine gute Zahl, aber Rosenheim hat grandios gekämpft, auch vorm Eigentor, die Rebounds auch weggeholt, auch der Torwart überragend gespielt. Trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Wochenende für uns, natürlich auch vorneweg mit dem Derby-Sieg, und ganz bis zum Schluss wird es dann noch ein heißer Fight um die Plätze. Deshalb umso wichtiger, dass es auch heute geklappt hat. Ja, gibt es noch irgendwelche Fragen seitens der Medienvertreter? Vielleicht zu Sport, Krawatten? Tired? They're tired. Sind Journalisten sind müde. Nein, sie sind nicht müde. Okay. Ja. Wie sieht es aus mit Larsen Schoss von Klasse hinterher? 7 Minuten vor Schluss braucht die Scheibe eigentlich nur über die Torlinie schieben. Ich wiederhole die Frage, wie sehr trauen Sie der Chance von Klasse hinterher, die wirklich eine Großchance war? Wenn ich das ganze Jahr über trauern würde, wenn man eine Chance nicht reinbringt, dann wäre ich selber schon tot. Also die Jungs, die tun alles, die bringen es halt nicht rein. Ich meine, es war zum Schluss auch eine klare Strafe am Reichel hinterm Tor. Die hat das nicht gepfiffen. Mit dem muss ich leben. Ja. Aber ich meine, wir haben heute 12 Spieler unter 23 gehabt. I have 12 players under 23. Right. He goes to the school and to the work. Yeah. You have this problem? I don't think so. Also, wie gesagt, das ist sehr schwierig. Diese Jungs, die machen die ersten Erfahrungen jetzt. Uns bleibt aber nichts anderes übrig. Wir haben einen kompletten zweiten Block weg. Und mit Axelberger und Heidenreich 2 Mittelstürmer. Ich hab eigentlich nur 2 gelernte Mittelstürmer gehabt. Da spielt dann ein Reichel mit 17 Jahren. Für mich eine super Partie. Der steht da am Bulli gegen einen Stretch mit 200 American Hockey League Spiele. Allein das ist, es ist eigentlich, wenn du aufs Papier schaust, brauchst du gar nicht herfahren. Aber Papier ist geduldig, und die Jungs haben eigentlich alles getan. Aber wir haben es halt
nicht ziehen können. Und, aber der Weg war richtig und das ist das Entscheidende. Ja, und auch schön, Talente zu sehen wie Thomas Reichel, ist ja hier der Sohn von... Musst du mich übersetzen, wie dabei? Nein, ich will nur was noch hinzufügen wegen dem Martin. Martin Reichel hat ja hier Meisterschaft gespielt und ist ja, freuen wir uns, dass diese Eishockey-Dynastie weitergeht. Und lebendig sind sie ja auch noch. Ich? Ja, ja. Wie lange noch? Ja, nein. Gut, dann kommen wir zu den Endergebnissen der anderen Partien. Oder gab es jetzt noch Fragen? Wollte ich jetzt nicht... Na, ist ja hier schon. Okay. Gut, dann Endergebnisse. Dresden-Bayreuth 3-2 nach Verlängerung. Kassel-Bad Nauheim 3-2 ebenfalls. Bietigheim-Heilbronn 4-1. Kaufbeuren-Krimmitschau 6-1. Freiburg-Weißwasser 0-4. Und Ravensburg-Riesersee 4-0. Damit sollten, ja, das sieht nach Top 6 schon fast jetzt relativ sicher aus. Also die Löwen Frankfurt auf jeden Fall fest im Viertelfinale, rechnerisch auch. Ja, dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimreise nach Rosenheim und ja, dann auch viel Erfolg für den Kampf in den Playdowns. Das wird es ja werden. Und dann auch, dass die Spieler zurückkommen und ihren vollen Kader dafür habt. Und für uns geht es am Freitag weiter nach Bietigheim. Sonntag dann das Heimspiel gegen Kaufbeuren. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.